So, Leute, willkommen zum vierten Spieltag der GPL. Oh yeah, gestern gab es mein Teambuilding-Video. Wir spielen heute gegen Glabber und eine Sache, die ich gestern noch ganz vergessen habe zu erwähnen. Heute wird spannend. Nicht nur wegen dem Kampf, sondern an sich auch, weil sich heute entscheiden könnte, wer sich ein bisschen absetzt und damit in die Tabellenführung geht. Weil aktuell gibt es drei Leute, die alle Spieltage gewonnen haben. Das sind Professor N, Glabber und ich. Und da, naja, Glabber und ich heute nicht beide gewinnen können, logischerweise, könnte sich entscheiden, vielleicht, wenn wir das gewinnen und je nachdem, wie Professor N spielt, weil wir leider immer mit einer relativ niedrigen Differenz gewonnen haben, könnten wir heute an die Spitze kommen. Mal schauen, liegt ein bisschen daran, wie wir jetzt spielen und wie Professor N spielt halt, aber wollte ich nur mal erwähnt haben. Zum Team selbst möchte ich nichts sagen, da habe ich alles schon zu erwähnt. Ich gehe nur ganz kurz über Glabbers Team. Er hat Turbos, Hariyama, Celebi, Demeteros, Stalos und Viscargo dabei. Vieles davon richtig vermutet, aber zu meinem großen Bedauern, und das muss ich an dieser Stelle leider wirklich sagen, hat er nicht seinen Garados dabei, dafür aber Stalos. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich dachte mir echt, dass er Stalos nicht mitnimmt und dafür Garados, weil ich habe mich auf Garados natürlich super stark vorbereitet, ist jetzt nicht dabei, aber dennoch, denke ich, haben wir ein gutes Matchup. Dafür hat er Celebi und ich habe halt entsprechend die Ampelleuchte beispielsweise auf Magnezone und den Vielender auf Caputoro. Insofern wird das, denke ich, ganz gut. Schauen wir mal, wie der Kampf wird. Ich möchte am Anfang jetzt aber noch eine Sache ganz kurz sagen. Und zwar wundert euch nicht, wir hatten in der 11. Runde irgendwie einen Disconnect und haben deswegen die 11 Runden am Anfang nachgespielt. Ich habe das zum Glück aufgenommen, das heißt, es hat sich nicht wirklich was verändert. Eine kleine Sache hat nicht geklappt, aber das ist nichts wirklich Dramatisches. Sage ich nur, damit ihr euch gleich nicht wundert über einen Zug, der relativ früh passiert. Aber Leute, reden wir nicht weiter im heißen Brei, gehen wir in den Kampf und schauen, was alles so passiert ist. Magnezone gegen Turbos, die Anti-Feuerbeere, die Koako-Beere ist drauf. Er wechselt allerdings direkt hier raus und ich bin einfach mal ganz straight direkt für die Ampelleuchte gegangen, weil durch die Analyse hätte ich es damit direkt rausnehmen können. Und hier schickt er seinen Stalos rein, was für mich natürlich die perfekte Gelegenheit ist, hier einen Magnetflug aufzusetzen, weil in der Regel sollte ich schneller sein, außer er spielt irgendwie Max Speed Stalos, wovon ich jetzt mal nicht ausgegangen bin. Setz den Magnetflug auf und hier kommt leider ein Moment, wo ich mich ein bisschen geärgert habe. Hätte ich jetzt den Magnetflug, ne? Hätte ich jetzt die Magnetfalle gehabt als Fähigkeit, dann hätten wir das Stalos instant rausnehmen können. So, er geht auf Erdbeben, sieht natürlich dann, okay, trifft nicht. Und jetzt kommt halt der Zug, der ein bisschen, also wundert euch nicht, er setzt jetzt, wobei noch nicht. Er setzt gleich nochmal Erdbeben ein, obwohl es keine Wirkung hat. Er hatte eigentlich einen Eiszahn eingesetzt, der allerdings gemisst hat. Und ich hatte da halt einen Volltreffer mit der Ampelleuchte. Das heißt, bis auf den Volltreffer konnten wir da alles rekonstruieren. Aber wie gesagt, der ist jetzt nicht wirklich von Relevanz zu sehen. Das macht sowieso keinen Schaden. Ihr wundert euch, warum gehe ich weiter auf Ampelleuchte? Ich habe hier ja die Kraftreserve Eis drauf. Die wollte ich allerdings an dieser Stelle noch nicht revealen, damit ich damit später sein Demeteros in den Fall locken kann, wenn ich dann erneut zu einem Magnetflug komme. Und wie gut wäre es jetzt hier gewesen, Magnetfall und Kraftreserve Feuer zu haben, Leute? Wie gut wäre es jetzt einfach gewesen? Stalos wäre instant weg. So, ich dachte mir schon, okay, das führt zu nichts auf Dauer, deswegen wechsle ich mal raus. Vor allem hat er halt Schutzschild dabei und die Überreste. Dass er jetzt Schutzschild macht, dachte ich mir schon, deswegen bin ich hier auf meinen Turtok gegangen. So, Turtok, natürlich hier für Anti-Garados quasi. Garados hat er jetzt nicht dabei, dennoch bin ich ja zum Glück relativ bulky. Und ich bin jetzt hier auch direkt mal nicht auf die Wasserattacke gegangen, da ich mir schon dachte, er wechselt raus. Und Eisstrahl hätte eigentlich allen in seinem Team guten Schaden gemacht, auch wenn es halt kein offensives Turtok ist. Deswegen bin ich einfach mal auf den Eisstrahl gegangen und wir sehen hier, Sally kriegt auch erstmal guten Damage dadurch. Leider kein Two-Hit-KO, aber dennoch, guter Schaden. Dann schicke ich meinen Turtok erstmal zurück. Das möchte ich natürlich nicht in einem Celebi drin lassen. Vor allem, wenn es irgendwie vielleicht Gigasauger oder so spielt, könnte ja sein. Ich schicke meinen Porygon rein, weil in der Regel sollte mir Celebi einiges machen. Und ich kriege den Spezialangriffsboost. Das ist natürlich extrem gut. Das heißt also, alles, was jetzt kommt, kriegt auch sehr, sehr viel Schaden. Ich habe jetzt hier lange überlegt, mache ich Eisstrahl für Celebi oder wird er rauswechseln auf Hariyama und ich mache den Donnerblitz deswegen, um Hariyama schon mal schön anzuchippen, weil Hariyama halt keine wirkliche Recovery hat. Und ihr wisst, der Hariyama war ein Problem. Bin allerdings sehr für den Eisstrahl gegangen und das macht trotzdem ganz guten Schaden, obwohl ich vermute, also es wird Speckschicht sein oder halt entsprechend eine Offensivfeste, vielleicht auch beides.
Hier geht er für einen Double Switch direkt. Hat er mich rausgebaitet, damit ich mit Porygon nicht nochmal angreife und gehe auf meinen Capoeira. So, dann haben wir Capoeira gegen Celebi auch hier. Möchte natürlich nach wie vor nicht drin bleiben und bin direkt wieder rausgegangen. Celebi ist so eine Sache. Es könnte halt so oder so gespielt sein, das wusste ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Ich schicke immer meinen Brutalanda rein. Und da kommen natürlich jetzt erstmal die Tarnsteine. Also Celebi ist hier der Rock-Setter. War natürlich klar, dass der Tarnstein dabei hat. Die Frage war nur, welches Pokémon war das? Das heißt, Starlord hat das nicht. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir also schon fast sicher, da ich Erdbeben, Eiszahn und Schutzschild gesehen habe, Starlord, dass es wahrscheinlich das Toxin spielen wird. Hier bleibt er tatsächlich drin, Brutalanda, aber da sehe ich schon, er scheint ein voll physisch defensives Celebi zu spielen. Ansonsten hätte das Aeroass hier nämlich ein bisschen mehr Schaden machen müssen. Gut, ich dachte mir aber, ich probiere jetzt mal hier für einen Drachentanz zu gehen. Booste mich jetzt hier, aber ich dachte mir, okay, eigentlich kann er mir nicht wirklich... Also ich wüsste nicht, was er macht, was mir jetzt hier so großen Schaden verursachen würde. Außer halt die große Überraschung vom Kraftreserve Eis, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ich gehe hier fürs Aeroass, mache wieder guten Schaden, er hat natürlich jetzt wieder hoch rein können und damit mache ich auch knapp über die Hälfte, das heißt ein Two-Hit-KO ist damit auf jeden Fall drin. Mit anderen Worten, er müsste eigentlich rauswechseln. Macht hier die Psychokinese, die auch echt guten Schaden drückt, aber... So, hier switcht er raus, geht wieder auf seinen Stalos. Ich bin trotzdem einfach mal drin geblieben für Saeroas, falls er das vielleicht prediktet. Weil am Anfang, da hatte ich ja schon mit dem Eisstrahl und so weiter richtig gelegen oder mit der Magnetfalle. Dann haben wir vielleicht probiert das diesmal so, aber nein, er bleibt, geht raus, geht auf seinen Stalos. Hab ja leider keinen Flammenwurf, Feuersturm bzw. irgendwie Erdbeben oder so auf Brutalanda. Das heißt, gegen Stalos mache ich mit Brutalanda nichts, es wird komplett gewallt. Gehe auf mein Capoeira raus. Weil es für mich eigentlich die beste Gelegenheit war, jetzt erstmal die Tarnsteine wegzuspinnen, weil die nerven ein ganz kleines wenig, ne? So, da kommt der Eiszahn für Brutalanda, jetzt sehen wir auch nochmal hier live im Video. Er macht natürlich so gut wie gar keinen Schaden nach einem Bedrohung mehr und einem generell der Capoeira hält ja physisch viel aus, vor allem wenn es physisch in die Verteidigung investiert wurde. So, halte ich nochmal ein bisschen. Ich gehe für einen Turbodreher. Um die Tarnsteine direkt wegzufegen. Allerdings geht er direkt wieder in sein Celebi. Das heißt also, theoretisch könnte er die Tarnsteine direkt wieder aufsetzen. Bam. Und da war es das wieder. Die Tarnsteine sind weg. Und ich kann mich wieder ein bisschen regenerieren. Also so gut wie gar keinen Schaden bekommen. 4 KP verloren insgesamt. Das ist in Ordnung. Also generell, ihr seht es noch hier. Alle Pokémon auf beiden Seiten sind noch relativ frisch. Ich schicke wieder mein Porygon rein, weil ich im Endeffekt ja eben schon gesehen habe, ich kriege dadurch den Spezialangriffsboost, scheint auch safe zu sein, das heißt also hundertprozentig halt die physische Verteidigung und da kommt wieder die Genesung. So, und jetzt hier wieder das Ratespiel. Geht der wieder auf Hariyama oder mache ich dieses Mal Eisstrahl? Das ist die große Frage. Er legt seine Tarnsteine raus und ich bin, so viel kann ich schon mal sagen, leider auf den Donnerblitz gegangen, weil ich dachte, er geht vielleicht wieder auf Hariyama. Schade, weil ein Eisstrahl hätte das Celebi wahrscheinlich rausgenommen an dieser Stelle. Bin ich hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon, mit einem Plus 1 auf einem Max-Spezialangriff Porygon 2 wahrscheinlich schon. So, jetzt hat er den Tarnstein jetzt wieder rausgeholt und da kommt sein Stalos wieder rein. Und Stalos kassiert jetzt erstmal einen Eisstrahl. So, da er jetzt hier Stalos reingeholt hat, was auch guten Schaden frisst, muss man mal sagen, war ich mir auch wieder fast sicher, dass er hier Toxin auf Stalos spielt. Ich habe dieses Mal leider keinen Delegator dabei, um das zu überprüfen, sondern den Bizarro-Raum. Schicke jetzt hier deswegen mal mein Porygon zurück und schicke meinen Turtok rein, weil Turtok ist zwar cool und so, aber macht im Endeffekt am wenigsten in diesem Kampf. Deswegen dachte ich mir, gut, wenn Turtok vergiftet ist, kann ich damit leben. Und jetzt haben wir hier halt das vergiftete Turtok. Kriegt nochmal ein bisschen Regeneration durch die Überreste. Ja, immer diese nach einer Runde Effekte. Furchtbar. So, setzt er nochmal ein Schutzschild ein, einfach um sich noch ein bisschen extra KP zu regenerieren und um mir natürlich noch ein bisschen Chip-Damage mit dem Toxin zu machen. Da kommt nochmal die Heilung und da kommt nochmal ein bisschen Gift. Dummdi-dumm. So, und ich glaube jetzt, ja, jetzt wechselt er raus und schickt sein Glibber ins Rennen, was sein Viscago ist, Entschuldigung. Das kriegt jetzt erstmal eine Aquavelle ab, das zieht natürlich gar nicht mal so viel ab, weil es ja speziell defensiv gut und trägt höchstwahrscheinlich den Evoliten, aber trotzdem gar nicht mal so schlecht, habe ich gerne angenommen, den Damage. Und hier macht er direkt einen Double Switch und schickt wieder sein Celebi rein, welches auch wieder gut bei Kräften ist. Sie setzen Eisstrahl ein,
Der wird natürlich wieder, das arme Sally, die frisst immer die Eissträhle von Turtok, aber wir haben schon gesehen, eigentlich hat er da absolut nichts zu befürchten, denn Celebi wird nicht getuschottet von Turtoks Eisstrahl dank des defensiven Investments, was wir drauf haben. Insofern kann er da ohne Probleme immer wieder seinen Celebi reinschicken. Beziehungsweise, was immer wieder, Turtok ist eh fast down. So, ich dachte mir, jetzt probiere ich es einfach mal. Ich probiere jetzt einfach mal mit Capitoro auf den Fieldender zu gehen. Weil ich wollte nicht auf die Pflanzenattacke gehen, einfach weil er jetzt vor allen Dingen auch wieder auf Genesung geht, denn er ist voll physisch defensiv. Und wenn er auf Viscargo geht, damit ich den auf jeden Fall schon mal gut anschippen kann, weil wie ich schon in der Analyse gesagt habe, Viscargo hat nicht wirklich eine Recovery. Und da schon mal das ein bisschen anzuchippen, nach und nach, das kann er halt nicht unendlich oft den Capitoro reinschicken. So, ich gehe auf den Fieldender, aber zu der großen Überraschung, bleibt jetzt letztlich drin und verliert jetzt hier Celebi, worüber ich mich extrem gefreut habe. Das heißt, wenn wir nämlich jetzt die Tarnsteine wegkriegen, wofür wir noch mehr als genug Möglichkeiten haben, dann sind die Tarnsteine auch weg für immer und das ist sehr, sehr angenehm. Er hat mir an dieser Stelle gesagt, dass er tatsächlich total vergessen hat, dass Capitoro Fieldender hat. Kann passieren, ist mir auch schon mehr als genug passiert, dass ich irgendwelche offensichtlichen Dinge nicht gesehen habe. Gut für mich, Celebi ist weg und hier kommt sein Demeteros. Da dachte ich mir eigentlich die Gelegenheit jetzt, die Tarnsteine wegzuspinnen, weil Capitoro soll ich schon hier. Demeteros macht in der Regel nicht viel gegen ein, also Demeteros macht nicht viel gegen Capoeira. Er macht allerdings direkt wieder einen Double Switch und geht in seinen Turbos raus. Und das macht allerdings wiederum sehr, sehr viel gegen Capoeira. Ich habe hier den Tiefschlag drauf, wollte ich jetzt hier allerdings nicht benutzen, weil es hätte halt nicht gereicht, wenn es voll ist. Außerdem, der Tiefschlag ist ja für den Überraschungseffekt, falls er an Capoeira finishen möchte und sein Turbos schon angeschlagen ist. So, dann entscheide ich mich dafür jetzt hier, tatsächlich meinen Turtok zu opfern. Und er geht fürs Ränkeschmied. Da dachte ich mir so, oh, das könnte übel werden. Also wenn er jetzt Ränkeschmied hat und da zusätzlich auch noch den Z-Move drauf spielt, dann reicht auch die Anti-Feuerbeere nicht aus, um das Ganze abzufangen. Vor allem könnte er auch einfach Fokusblast spielen. So, ich habe jetzt hier überlegt, mache ich es trotzdem? Schicke ich Magnetzone rein, schicke ich Capitoro rein, weil Capitoro outspeedet Turbots. Allerdings hatte ich ein bisschen Angst, irgendwie, keine Ahnung, das hat mir so schnell, vor allem mit Ränkeschmied, ich habe eher vermutet, dass er hier tatsächlich den Fokuskurs spielt. Deswegen bin ich auf Magnetzone gegangen und habe jetzt gehofft, bitte, hab nicht den Fokusblast, sondern hab die Feuerattacke, weil die werde ich auch auf +2 mit einem Ränkeschmied auf jeden Fall überleben. Da kommt der Flammenwurf, also ist quasi der Sinn hier von meiner Zone perfekt aufgegangen. Flammenwurf kommt, wird natürlich abgefangen, auch auf +2. Wir sehen es hier. Und ich kann jetzt hier eine Ampelleuchte raushauen, die halt auf jeden Fall ausreicht, dank Analyse. Allerdings hat er tatsächlich den Fokus gehört. Da habe ich also den richtigen Riecher gehabt. Ja, und jetzt habe ich überlegt, kann ich mir noch irgendwas machen mit meiner Zone? Entscheide mich dafür, meine Zone jetzt auch hier abzuwerfen. Hat gute Arbeit auf jeden Fall gemacht, um das Turbos stark anzuschwächen. So, ich schicke jetzt hier mein Capoeira rein. Was natürlich jetzt hier schon offensichtlich danach schreit, aha, okay, hier hat den nicht Prio drauf. Aber wie so oft, ich dachte mir, gut, ich drück's einfach, wenn ich jetzt hier auf den Tiefschlag gehe und der wechselt, dann mache ich gar keinen Schaden. Ich meine, vielleicht immer ein ganz kleines bisschen, ne? Kann ja nicht schaden. Er zieht seinen Turbos zurück und schickt da sein Demeteros rein. Also die erstmal Bedrohung macht, aber das ist mir in dem Sinne erstmal egal. Tempo ihm kommt und macht natürlich so gut wie gar keinen Schaden. Das Problem ist, ich habe natürlich jetzt keinen eigenen Bedroher raus. Das heißt also, wenn Demeteros jetzt angreift, würde das auch wesentlich mehr Schaden machen. Deswegen, ja, tut das jetzt ein bisschen mehr weh, als mir lieb ist, ehrlich gesagt, das Erdbeben. Aber ich kriege die Tarnsteine weg und das war mir wichtig. Nehmen wir ja sogar über die Hälfte Damage. Turbodreher kommt aber und damit sind die Tarnsteine weg. Außer er spielt natürlich nochmal die Tarnsteine auf. Das kann natürlich sein. Kann natürlich sein, dass er auf Demeteros nochmal Tarnsteine spielt. Stalos könnte ja... Oh, wenn die auf Toxin... Haben wir Toxin gesehen? Ja, Toxin haben wir... Stalos sind alle schon weg. Vergesst, was ich gesagt habe. Aber Turbos theoretisch könnte auch noch Tarnsteine haben, weil da haben wir, glaube ich, auch noch nicht alle Moves gesehen. So, hier schicke ich Capitoro rein, weil ich dachte, okay, ich bin schneller und kann hier entsprechend wieder auf Fieldender klicken, weil er wahrscheinlich seinen Viscargo reinholt. Aber er setzt die Steinpolitur ein. Das hat mich überrascht. Da wollte ich nicht drinbleiben, weil ich weiß, dass Demeteros Schlammwoge lernen kann und das würde Capitoro auf jeden Fall besiegen und jetzt outspeedet es mich auch, trotz meines Wahlschals. Deswegen bin ich ja wieder auf Porygon rausgegangen, weil das fängt auf jeden Fall alles, was Demeteros macht, gut ab. Ich kriege nochmal den Spezialangriffsboost, da kommt die Schlammwoge, wie ich schon vermutet habe. Und die wird natürlich einfach aufgegessen von Porygon 2. So, jetzt die Sache. Ich weiß, dass Demeteros Abschlag kann. Aber ich dachte mir, ich riskiere das jetzt hier. Er setzt auch Abschlag ein, damit verliere ich den Evoliten. Das ist aber tatsächlich, das ist okay. Das ist tatsächlich in Ordnung. Weil jetzt kann ich das auf jeden Fall safe, dass Demeteros rausnehmen, weil den Eisstrahl wird es unter gar keinen Umständen tanken können. Demeteros ist damit also weg.
Und ja, also Abschlag, ich hab's schon befürchtet, ehrlich gesagt, ich hab's schon befürchtet, aber ich wollte auf jeden Fall, dass die Meteoros raus haben, damit das hier nicht mehr später eskalieren kann. So, jetzt hier kommt sein Hariyama. Und ich habe überlegt, was schicke ich da am besten rein? Da dachte ich mir, eigentlich wäre Capoeira hier eine gute Wahl. Weil so kann ich unter Umständen, wenn er gleich drin bleiben sollte, was ja verlockend ist, sage ich mal, und er jetzt erstmal seine Death verringert mit einem Nahkampf. Wenn ich Hariyama noch rauskomme, steigen die Chancen auch instant um ein gutes Stück, sag ich mal. Dann sehen wir uns ja doch gerade. Guten Schaden gemacht, ungefähr 50 KP. Also guten Schaden für die Range, auf der wir uns gerade befinden. Krieg jetzt hier allerdings auch nochmal doppelte Recovery durch Überreste und das andere Zeug. Das Pflanzenfeld, genau. So, ich habe jetzt überlegt, unter Umständen macht ein Nahkampf jetzt schon super viel Schaden tatsächlich. Könnte vielleicht sogar, je nachdem wie er investiert ist, reichen. Tut es aber leider nicht. Das heißt, ja, da hat er halt entsprechend das richtige Investment. Habe ich aber auch nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ich hab's gehofft insgeheim, dass es vielleicht ausreicht. Habe schon fast gedacht, dass es nicht so ist. Aber das ist in Ordnung, weil auf der Range wird Hariyama nicht mehr in Porygon reinwechseln können. Das heißt also, da hat er quasi keinen Switch-In mehr, wenn ich Porygon raushole. Weil Porygon hat zwar keinen Evoliten mehr, aber da ich sowieso ein offensives Porygon spiele und es eher für den Damage-Output ist, habe ich da noch eine gute Chance. So, jetzt schicke ich hier meinen Brutalander rein. Der Angriff von Hariyama sinkt weiter ins Bodenlose. Und ich habe jetzt überlegt, was mache ich? Wird er wieder auf Stalos rausgehen? Wird er einfach drin bleiben? Das sind immer so, das sind immer diese Gambles. Ich bin trotzdem mal drin geblieben. Hab einfach die Drachenklaue geklickt, weil die hätte auch ausgereicht und hätte allem anderen eigentlich auch ganz guten Schaden gemacht. Hier, Stalos ist das natürlich einfach, wie schon oft gesagt. Ja, Stalos hier ist ein Problem, aber Stalos kann ich noch wegkriegen, weil ich meine, wenn es angeschippt ist, was es ja definitiv ist, dann kann ich am Ende mit Caputoro einfach Holzhammer drücken und dann ist auch, dann überlebt es auch Stalos nicht. Jetzt setzt er nochmal Toxin ein, vielleicht hat er vermutet, dass ich rauswechsle, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auf Porygon, man weiß es nicht, oder auf Demeteros, auf Demeteros sei ich schon, auf Caputoro vielleicht. Ist auch egal, jedenfalls kommt hier das Gift, macht Brutalander ein bisschen Schaden. Ja, die Sache ist, ich wollte Brutalander hier untergehen lassen, weil im Endeffekt kann ich mit Caputoro und Porygon 2 am Ende noch gewinnen. Die Sache ist, sein Team ist gut genug angechippt, dass sobald Viscora raus, ich sag mal Viscora, sobald Viscago raus ist, gewinnt Caputoro. Und sobald das Stalos raus ist, kann ich mit Bizarro und Porygon noch gewinnen. Das ist halt die Sache. Eins von beiden muss jetzt hier irgendwie downgechippt werden langsam. Solange er beide noch hat, wird es schwierig. Aber wenn eins von beiden weg ist, sollte ich das hier eigentlich in der Tasche haben. Weil wie gesagt, Caputoro outspeedet alles mit dem Walschal. Das Turbo ist angeschlagen, das Hariyama ist angeschlagen und das Stalos tankt halt auch keine Pflanzenattacke. So kriege ich noch einen Spezialangriff-Boost. Sehr, sehr schön. Mir war zwar klar, dass jetzt hier Toxin kommen könnte. Allerdings habe ich so trotzdem safe den Spezialangriffsboost bekommen und der ist halt auch relativ wichtig, damit ich entsprechend viel Schaden machen kann. Ich setze den Bizarro-Raum auf, weil ich dachte, vielleicht wechselt er nochmal raus, weil ich habe absolutes Init-Malus und damit sollte ich jetzt schneller sein als alles, was er hat. Was für mich natürlich schon mal sehr, sehr gut ist. Dann kommt Schutzschild einfach, damit er noch ein bisschen stallen kann, um das Gift wirksamer zu machen. Ich bin ja allerdings auf die Genesung gegangen, weil ich mir schon gedacht habe, dass es jetzt kommt. Leider hat er natürlich nicht rausgewechselt, wir sind jetzt einfach drin geblieben, weil ein Eisstrahl-Hedge-Stalos hat echt verdammt wehgetan nach einem Spezialangriffsboost. Hätte es wahrscheinlich noch nicht gekillt, aber der Damage wäre auf jeden Fall da gewesen. So, hier sehen wir wieder ein bisschen Chip-Damage mit dem Gift. Also, die Sache ist, jetzt ist es halt echt ein Hin und Her. Jetzt ist es wirklich ein starkes Hin und Her mit dem Wechsel. Ich könnte das Gift immer wieder resetten, mich gegen Stalos immer wieder hochheilen mit Genesung und so weiter und so fort. Drücke jetzt hier einen Eisstrahl, wir sehen noch, der kommt und macht ansehnlichen Schaden. Und ein weiterer Eisstrahl würde Stalos dann noch rausnehmen, was schon mal ganz angenehm wäre. Weil dann, wie gesagt, könnte ich mit Porygon, wenn ich das Gift nochmal resette und nochmal den Bizarro ausgesetzt, das ist halt die Frage, könnte ich das Ding noch rumreißen? Je nachdem, was für Moves vor allen Dingen auch sein Turbo hat. So. Ich habe jetzt überlegt, was mache ich? Was mache ich? Gehe ich am besten raus? Ich bin da nicht drin geblieben, überlebe jetzt einfach mit 3 KP. Im Endeffekt wäre es eigentlich sinnvoller gewesen, wenn ich hier auf Caputoro gehe. Ihr seht es aber vielleicht doch schon. Also beziehungsweise ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in dem Bizarro-Raum, es war ein Speed-Tie zwischen Stalos und Porygon 2. Es waren einfach beide gleich langsam. Da mussten wir ein bisschen schmunzeln. So ein bisschen Plus habe ich dadurch gemacht. Jetzt schicke ich hier erstmal mein Caputoro rein, einfach allerdings nur, damit ich das Grasfeld rausbekomme, damit Erdbeben weniger Schaden macht. So, weil das Grasfeld schwächt ja
Erdbeben. Übrigens, ihr seht schon hier, der Kampf geht jetzt schon 20 Minuten, beziehungsweise, nee, ich habe am Anfang noch 2 Minuten geredet. Ich muss dazu sagen, wir hatten zu diesem Zeitpunkt ungefähr noch 2 Minuten Zeit auf der Uhr. 2 Minuten Zeit, also wir sind hier, haben hier bis zum Timeout gespielt beinahe. Und das heißt, wir mussten uns ein bisschen ranhalten und in der aktuellen Situation hätte das echt noch eine ganze Weile so weitergehen können. Jetzt kommt erstmal hier wieder ein bisschen das ganze, der ganze Passiv-Heal. Verdrehte Dimension ist wieder normal. Allerdings, wie gesagt, Capotoro habe ich nicht zum Angreifen rausgeholt. Das Einzige, was ich machen wollte, war hier wirklich nur entsprechend das Grasfeld raussetzen, damit ich jetzt wieder auf meinen Porygon 2 gehen kann. Denn jetzt kriege ich wieder den Spezialangriffsboost. Das war mir wichtig, weil ich schon fast vermutet habe, dass er jetzt vielleicht rausgeht. Er geht raus, schickt seinen Viscargo rein, wahrscheinlich um die Pflanzattacke abzufangen. Beziehungsweise, weil auch generell der Vielender nicht unendlich viel Schaden drückt. Kriege ich nochmal ein bisschen Regeneration. Die Sache ist halt, durch das Toxin muss ich halt immer wieder resetten. Und vor allen Dingen zwischendurch immer auf Genesung drücken, damit ich Porygon nicht hier verliere. Weil Porygon darf ich mir jetzt noch nicht leisten zu verlieren. Er wechselt hier direkt wieder raus. Und schickt sein Turbos ins Rennen. Ich gehe auf die Genesung, wie ich ja schon gesagt habe. Kriege erstmal schön wieder ein bisschen Heilung zurück. Und ja, wie schon gesagt, ihr seht, das Ganze geht ja hin und her, hin und her. Und es geht nicht wirklich voran bis zu diesem Zeitpunkt. So, diesmal schicke ich es wieder zurück und dachte mir, okay, ich kann es ja outspeeden, das Turbutz. Durch den Wahlschal schicke Capotoro rein, was auf jeden Fall allem standhalten sollte. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass er jetzt hier auf den Flammenwurf drückt. Da kommt die Psychokinese, die wieder extrem wehtut. Aber Capotoro überlebt. Und das ist ja in Ordnung, weil Capotoro muss nur überleben. Solange Capotoro noch lebt, ist alles in Ordnung. Dann geht er auf sein Viscargo raus. Bin ich auf den Vielender gegangen. Einfach ein bisschen Chip Damage. Und das ist, ja, ist okay, sage ich mal. Ich habe nicht mit viel mehr gerechnet. Wäre natürlich lieber gewesen, wenn er ein bisschen mehr Schaden gefressen hätte. Aber wie gesagt, da ist noch alles drin, Leute. Das ist ja das Üble daran. Der Timer tickt alles hier. Die Zeit. Hier kommt wieder mein Porygon 2. Leider kriege ich diesmal natürlich den Angriffsboost, weil seine Verteidigung deutlich niedriger ist als seine Spezialverteidigung. Hier geht er für den Eisstrahl. Der macht auch ohne Evolut nicht so wirklich viel Schaden, weil das offensive Potenzial von Viscargo ist natürlich nicht das härteste. So, und da kommt der Säurepanzer. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das heißt also, jetzt stärkt er noch seine physische Verteidigung, was natürlich schmerzhaft ist, aber wir sehen trotzdem hier einen Eisstrahl, trotzdem ich keinen Spezialangriff habe. Ist ein 3-Hit-KO. Das heißt also, der nächste Eisstrahl wird auf jeden Fall ausreichen, um Viscargo zu besiegen. Und hier habe ich jetzt gebetet, dass er einfach drin bleibt mit Viscargo. Aber er hat die Erholung. Er hat die Erholung, Leute. Das habe ich leider nicht erwartet. Also, ja, natürlich hat Viscargo keine wirkliche Recovery. Mit Erholung hat natürlich jedes Pokémon theoretisch die Recovery. Aber das ist schlecht. Um nicht zu sagen katastrophal, weil jetzt kann Viscargo sich hier immer wieder hochhalten und den Stallkrieg gegen Porygon 2 sozusagen gewinnen. Ich gehe jetzt hier nochmal auf den Eisstrahl, weil es schläft ja 2 Runden und ich dachte mir, okay, ich muss es halt irgendwie versuchen, das Ding rauszukriegen. Das ist ein 3-KO, haben wir schon gesehen. Auch ohne Spezialangriffsboost hier Toxin kommt, tickt runter und leider habe ich mich ein bisschen verrechnet. Ich habe mich verguckt, ich dachte, ich überlebe noch einen. Ich dachte wirklich, ich überlebe noch einen Tick. Aber nein, leider nicht. Aber ganz ehrlich, im Endeffekt hätte es nichts viel gebracht, weil da Capotoro eben so viel Schaden gefressen hätte, hätte ich das auch nicht einfach in den Eisstrahl switchen können. Denn dann wäre es wahrscheinlich auch besiegt geworden. Und ja, das Problem ist, ich outspeede zwar was und besiege alles auf der Range mit Vielender, außer Stalos. Weil Stalos ist jetzt noch da, das konnte ich leider nicht mehr besiegen. Das heißt, hier kommt der Vielender. Übrigens, ich möchte mal hier Capotoro loben. Der Vielender ist einfach der zuverlässigste Vielender der Welt. Der hat nämlich bisher, jedes Mal, wenn ich ihn eingesetzt habe, hat er getroffen. Jedes Mal. So, also wir sehen jetzt hier, Capotoro macht so gut wie gar nichts mit Vielender. Ich kann nicht auf den Pflanzattack gehen, weil ich mich mit dem Wahlschal da reingelockt habe. Und ja, das ist leider ungewinnbar, kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Also ihr seht jetzt hier noch die letzten Züge, die im Hintergrund laufen. Und da verlieren wir den 4. Spieltag 4:0 gegen Glabber. Der Eisstein reicht einfach nicht mehr aus. Dennoch muss ich sagen, GG natürlich, erstmal ein Glabber, war ein sehr, sehr schöner Kampf. Ich weiß, das sage ich nach jedem Spieltag, aber das, auch wenn wir hier 4:0 verloren haben, das Ding war enger, als es aussah, weil, wie bereits gesagt, wäre Stalos weg gewesen, hätte ich mit Capotoro aufräumen können, wäre Viscargo weg gewesen, andersrum. Wenn Viscargo weg gewesen wäre, hätte ich mit Capotoro aufräumen können, wenn Stalos weg gewesen wäre, theoretisch mit Porygon 2.
Das heißt also, ein kleiner Fehler hätte das Ding hier tatsächlich schon dicht gemacht, aber so sollte es sein. Den Spielgang haben wir verloren. Ist in Ordnung, ist absolut okay. Er hat sich halt ein bisschen besser vorbereitet als ich. Vor allem, weil ich mich zu stark auf Garados vorbereitet habe. Es gibt eine einzige Sache, die mich ein bisschen ärgert. Muss ich jetzt an dieser Stelle ganz ehrlich sagen, Leute. Wenn wir Magnetfalle auf Magnetzone gehabt hätten, hätten wir Stalos, außer ich hätte einen Freeze bekommen durch Eiszahn oder so, davon gehe ich jetzt mal nicht aus, hätten wir Stalos in Runde 2 instant, beziehungsweise über die Runde hinweg, hätten wir Stalos safe rausnehmen können, direkt ganz am Anfang des Spiels, wenn ich nur diese verdammte Magnetfalle, also es ist immer wieder so, es gibt zwei Möglichkeiten und ich entscheide mich natürlich für die falsche. Es war genau wie im Kampf gegen Mo, da habe ich auch gesagt, Ramoth macht entweder alles oder gar nichts und im Endeffekt hat Ramoth gar nichts gemacht. Ich habe die Analyse halt auf Magnetone gespielt, damit Ampelleuchte hundertprozentig safe auf Turbots killt, wenn es angreift. Und ohne Analyse hätte es halt irgendwie nur 84 bis 100% gemacht oder so. Das heißt also, wäre da eine absolute Max-Roll gewesen. Das wollte ich nicht, weil ich wollte Turbots auf jeden Fall rausnehmen. Wenn es mit Flammenwurf angreift, deswegen Analyse, um das hier vielleicht mal an dieser Stelle zu erklären. Magnetfalle wäre so gut gewesen, aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht unbedingt erwartet, dass er Stalos mitnimmt. Habe ich wirklich nicht getan. Deswegen trotzdem, ich bin an sich aber ganz zufrieden. Ich finde, ich habe eigentlich gar nicht schlecht gespielt hier in dem Kampf. Gleb hat einfach ein bisschen besser gespielt. Und ja, das heißt leider nichts mit der Tabellenführung für uns, aber vielleicht bleiben wir ja noch Killkönig, weil da ist unser Caputoro nach Spieltag 3 mit einem ganz guten Abstand auf Platz 1 gewesen und hat ja wieder einen Kill abgestaubt. Ne? Vielleicht so ein kleiner Trost nebenbei vielleicht. Ja, super, super langer Kampf. Ihr seht ja, das Video hier ist einfach unendlich lang. Eine Sache möchte ich nur vorweg sagen, Leute, einfach nur provisorisch, bevor es eskaliert. Ich möchte nichts irgendwie sehen von wegen hier, Glabber, warum stallt der denn so, voll eklig und so. Will ich nichts drüber lesen, Leute. Ist absolut in Ordnung. Ich habe kein Problem damit. Ist legitim. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Ich habe es nicht erwartet, dass das passieren würde. Also kein Hass versprühen hier bitte, sonst versprühe ich Hass in den Kommentaren. Das wollt ihr nicht, Leute. Also, ja, schaut euch auch auf jeden Fall Glabbers Kampf an. Der wird ja jetzt zum gleichen Zeitpunkt online sein. Ich werde es auf jeden Fall jetzt tun. Also zu dem Zeitpunkt habe ich es natürlich wahrscheinlich schon längst getan. Und bin sehr gespannt, wie er das aus seiner Sicht kommentiert hat. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Da spielen wir nämlich gegen... Verdammt. BravePerTV war es, glaube ich. Ja, genau. 5. Spieltag gegen Talonflame Skylines, hieß sein Team, glaube ich. Seid also gespannt, Leute, wenn es da wieder heißt, GPL steht an. Mal gucken, ob ich da vielleicht mal eine richtige 50-50-Entscheidung treffe beim Teambuilding. Das wäre schön, da würde ich mich freuen. Leute, haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.